herzlich willkommen. Heute möchte ich euch was ganz Einfaches zeigen, und zwar, wie man den Bremslichtschalter wechselt. Folgendes Problem: Zündung ist an und ich betätige das Bremspedal und das Bremslicht leuchtet auf. Wenn ich jetzt den Bremshebel ziehe, dann passiert gar nichts. Das heißt, der Bremslichtschalter vorne ist kaputt und den wechseln wir jetzt aus. Und zwar einfach hier unten eine Kreuzschraube lösen. Die hier rausziehen und dann ist hier schon der Bremslichtschalter. Jetzt müsst ihr nur noch zwei Kabel lösen. Dann nehmt ihr euch einfach den neuen Bremslichtschalter, steckt den wieder an die Kontakte an und dann verschraubt ihr den einfach wieder vorher war und eben darauf achten, dass der, das seht ihr jetzt leider nicht, auch wirklich dahinter sitzt. Und erstmal, wenn die Bremse nicht betätigt wird, auf Spannung ist. Denn erst wenn wir bremsen, dann kommt er nämlich raus und der Stromkreis wird geschlossen und dann funktioniert das Bremslicht. Das heißt, der muss beim Einbau so eingebaut werden. Das heißt, der ist durch den Bremslichthebel, sitzt er die ganze Zeit eigentlich, ist er die ganze Zeit eingedrückt. Also jetzt einfach verbauen und dann nochmal eben gegenchecken. Läuft wieder, also alles gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein. Ciao.